Zwar geht es um den allerersten internationalen FIS Youth Cup im Winter. Im Sommer gibt es ja ein ähnliches Event in Oberstdorf, schon seit einigen Jahren, wo dieses Jahr dann auch die Damenpremiere auf internationalem Niveau war. Und zusammen mit unserem Weltcup in Trondheim wird im kommenden März, und zwar vom 10. bis 12.03.2015, der erste FIS Youth Cup im Winter stattfinden, und zwar in Trondheim in Norwegen. Da haben wir eine Spezialpressekonferenz einberufen. Wir haben die Schilder ja auch nochmal aufgebaut. Ich stelle trotzdem nochmal alle vor. Und zwar haben wir natürlich unseren Renndirektor Lasse Ottersen. Dann haben wir für den norwegischen Skiverband und auch für die Organisatoren aus Trondheim Sverre Rotevatn, Sportdirektor im norwegischen Team, Sepp Buchner, der Koordinator unseres Sommer-FIS-Youth-Cups in Oberstdorf, und unsere allererste internationale Damen-Nordische Kombinationssiegerin, Tiffna Moser aus Österreich, Doppelsiegerin, habe ich unterschlagen. Wir fangen hier mit Lasse an, der uns natürlich ein bisschen mehr zu dem allgemeinen Aufbau und den Gedanken hinter dieser neuen Einrichtung jetzt erzählen wird. Lasse, warum war es seitens der FIS ein Anliegen, den Youth Cup jetzt zeitnah auch im Winter stattfinden zu lassen? Also ich denke, erstmals wollte ich sagen, dass es ist wichtig für uns, dass wir die Jungs etwas internationaler, sagt man, von unserer Seite, von FIS-Seite her, dass wir organisiert es so, dass man die Möglichkeiten, die was sagt man, in Zukunft zu sehen für die jungen Athleten, das hat für die letzten Jahre nicht so gewesen für Kombination. Es gab so von den Jungs gibt es viele Wettkämpfe national, aber für den FIS Cup brauchen wir jetzt die Aufbau, dass man vor der Juniorweltmeisterschaft auch die internationalen Wettkämpfe durchführen kann und dass die Athleten dann eine Möglichkeit eins, zwei, dreimal pro Saison die anderen Nationen zu treffen. Das ist wichtig und speziell mit den Damen, wo wir halt im Sommer ein sehr, sehr positives Auftakt von Sommer Grand Prix her, mit 9 Nationen am Start, mit 40 Athleten von den Damen, 9 Nationen von den Jungs auch, mit 60 am Start. Und mit diesem Interesse ist es von FIS wichtig, dass wir es unterstützt. Und darüber haben wir die Möglichkeit jetzt von der Unterstützung von Trondheim und dem norwegischen Skiverband, dass man einmal in diesem Winter einen internationalen Wettbewerb macht. Kannst du ein bisschen genauer was zu den Details sagen? Wir haben 2 Wettkampftage, es werden 2 Wettkämpfe stattfinden an beiden Tagen. Mhm. Wie sieht es aus mit Formaten, Altersgruppen, ein paar Details zu nennen? Oh, das war viel Details. Ja. Also die Altersgruppen ist wichtig. Es wird für die Damen 98, geboren 98 bis 02. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir etwas offen ist, weil wir mussten von Grund her aufbauen, und wir haben gesehen, dass es plus minus die gleiche wie im Sommer. Für den Jungs ist es von 2000 bis 2002. So 3 Jahrgänge. Und das ist auch für uns wichtig. Wir haben gesehen, im Sommer mit 100 Athleten am Start in Oberstdorf, dass die Niveau ist gut. Und wir hoffen, dass wir einen guten Erfahrung von Trondheim bekommen und dass wir weiter mit diesem hoffentlich Programm dann bauen können. Zu den Detailfragen kommen wir sicherlich mit den anderen Gesprächspartnern auch nochmal zurück. Aber jetzt interessiert natürlich über den Youth Cup im Winter hinaus wahrscheinlich alle auch ein kleiner Blick in die Zukunft. Was ist da geplant, die Entwicklung sowohl seitens dieses Youth Cup-Systems als auch speziell im Hinblick auf die Damen? Wie sehen die nächsten Schritte aus? Na, erstmal müssen wir jetzt dann die Niveau und die Interesse anschauen im Winter. Ich habe große Interesse im Sommer. Die Niveau war höher wie erwartet, muss ich sagen. Ich war sehr, sehr positiv überrascht, und hoffentlich sieht es auch so im Winter.
Wenn so ist, dann müssten wir diese Youth Cup aufbauen, hoffentlich mit mehreren Wettkämpfen durch den Winter. Wir haben jetzt in den Sommer ist bestätigt von Oberstdorf, das wird durchgeführt nächsten Sommer. Und wir hoffen, dass im Winter 15/16, dass wir noch einen Schritt weiter machen mit diesem Youth Cup. Und den Ziel in der Zukunft ist ganz klar, dass wir auch hoffentlich ein COC aufbauen kann, dass wir in Junior-Weltmeisterschaft mit unseren Damen dann auch kommen und dann müssen wir sehen, was das bringt. Ich denke, das ist wichtig, dass wir nicht zu weit vorne denken, aber mindestens das ist die Schritte, dass wir von unserer Seite wollen nehmen. Das war jetzt dann. Danke, Lars, erstmal. For sorry, I think we'll switch into English. Is that better? Okay. Montag, that will be a premiere now, going into the history books, the first ever Winter Youth Cup and the first ever Winter Ladies Nordic Combined Competitions. Why was it important for the Norwegian Ski Federation to be a part of this and to host this? I've been discussing this for a few years and we have the concluded with that there is no reason that girls should not compete in Nordic Combined. They compete in special jumping, they compete in cross country, so we could not find any good reasons why they should not compete in Nordic Combined either. So we made this project a few years ago and we saw that it's important for the girls to have some competitions to look forward to if it's going to be motivating for them to continue. There was not so many competitions for the like 16 years and older, so it's then hard to keep them in our sport. So we think it's important that they have some competitions. There's still this sport where it's not so many competing, but I think it will develop a bit more if they have this few highlights during the season to look forward to. Also looking historically in the Norway, ladies ski jumping has been a big topic and you also host quite a number of events in ladies special jumping. Is this advancement of ladies discipline or ladies sport something that is important in the Norwegian society, you would say? Yeah, I don't know if it's more important there than anywhere else, but of course this ski jumping, full ski jumping, they have done a lot for this for the girls and they're probably made it easier for us to come after them. And I think Norway was one of these nations that worked really hard with ski jumping for ladies. So I think it's important for us, also for our sport, to make an effort for this. Looking at the current national team in Norway, Nordic Combined, a lot of these athletes are from Trondheim. So would you say, is this venue kind of the ideal place to have youth competitions? Because obviously it is so good in building up great athletes over the years. Yeah, I think Trondheim is a really good arena for this because they have these small hills close to the big hills. And the cross country stadium is just a few meters away from the ski jumping hills. So, the organizers up there are really important to this, so I think Trondheim is an excellent place to host this competition. Thanks for now. Moving over to Sepp. Zumindest auf Deutsch wieder. Als Koordinator des Sommer Grand Prix muss es dich doch eigentlich besonders freuen, dass es jetzt auch ein Pendant dazu im Winter gibt. Wie wichtig schätzt du das ein, dass man eben auch jungen Athleten so ein ganzheitliches Konzept durch das Jahr bieten kann an Wettkämpfen? Ich bin ja nicht nur Koordinator für den FIS-Skilo Grand Prix, sondern auch für den Nachwuchs in Deutschland, für Skisprung, sportliche Kombination und Skisprung-Damen und eben auch jetzt auch für die Kombination Damen verantwortlich. Und deswegen freut es mich, jetzt ein schlüssiges Gesamtkonzept zu sehen. Und wenn man jetzt heute wieder auf diese Ergebnisse, vor allem jetzt was die Deutschen, ob Seritschek, Riesle, Feist, Manuel, das waren alle Leute, die aus dem FIS-Skilo Grand Prix groß geworden sind. Und ich glaube, sagen zu dürfen und zu können, dass genau diese Plattform wichtig war. Dieses erste Aufeinandertreffen im Schülerbereich, auch wenn es nur einmal im Jahr war, war wichtig. Und das ist jetzt ein kleiner Baustein. Und wenn jetzt natürlich der zweite Baustein dazukommt, dass man ein lückenloses System auch im Winter hat und das dann noch
wenn man wieder mit Weitblick und auch mit Lasse seine Worte nimmt, das dann auch für die Damen als Grundstock für alles Weitere sieht, freut es mich. Also es ist der nächste Schritt für ein Gesamtkonzept und macht uns ein bisschen stolz und froh. Im Sommer wird ja auch mal besonderer Wert darauf gelegt, dass es eben nicht nur die Wettkämpfe gibt, sondern auch immer ein Rahmenprogramm, dass sowohl die Athleten sich kennenlernen können und Zeit miteinander verbringen und auch, dass die Trainer die Chance bekommen, Erfahrungswerte auszutauschen, Methoden auszutauschen. Das wird sicherlich im Winter ja auch wieder ein Baustein sein jetzt. Wie wichtig ist das, dieser Austausch zwischen den Nationen? Ja, die nordische Kombination ist eine relativ kleine Familie und wir müssen schon schauen, dass dieses Pflänzlein wächst und gedeiht und dass wir viele Nationen haben und dass auch Kinder für den Skisport gewonnen werden. Also wenn alle, die von Oberstdorf heimgefahren sind, alle Kinder, die fahren mit einem Lächeln heim und die Trainer nehmen auch ein bisschen Input mit für ihr Training zu Hause. Es werden Gespräche gesucht unter den Trainern. Ich glaube, da ist das Gesamtkonzept das Entscheidende und das große Ziel ist wirklich, Kinder für den Skisport bzw. für die nordische Kombination zu begeistern und es geht nur mit attraktiven Camps, mit attraktiven Wettkampfformen und dann werden wir weiterhin zu erfolgreich sein. Jetzt war es ja für die DSV-Nachwuchs bislang immer ein Heimspiel in Oberstdorf im Sommer. Jetzt bekommen sie eben die Chance, auch mal in ein anderes Land zu reisen und da anzutreten. Das ist doch bestimmt auch eine ganz besonders wichtige und tolle Erfahrung in dem Alter, wirklich auf diesem internationalen Level unterwegs sein zu können. Das ist natürlich dann wieder das Interessante für mich als Cheftrainer Nachwuchs, diesen Hype dann in Qualifikationsmodien aufzunehmen, beziehungsweise in Euphorie, in Ziele und vielleicht auch in Träume zu verwirklichen. Und wenn man dann sich vorstellt, dann einen 10- oder einen 12-, 13-jährigen Mädchen oder Junge dann auf Trondheim zu starten, also das ist sicher ein großes Ziel und wenn ich das so bei den nächsten Wettkämpfen verkünde, dann werden viele wirklich da mit noch mehr Ehrgeiz ans Training und an den Wettkämpfen gehen. Also das ist wirklich richtig Motivation. Danke erstmal soweit. Tim, na, kommen wir zu dir noch zum Abschluss, zum grünen Abschluss, unser Star aus dem Sommer. Jetzt bist du ja auch in einer ganz besonderen Situation, weil du bist die erste Lady, die erste Dame überhaupt, die in Stams und Skigymnasium ausgebildet wird als nordische Kombiniererin. Erzähl doch mal ein bisschen, wie es für dich weitergegangen ist, nachdem du so abgeräumt hast im Sommer in Oberstdorf. Ich bin in der Trainingsgruppe gekommen mit fünf Proben und mit einem total netten Trainer, mit dem Thomas Meisitzer. Wir haben viele Kurse gemacht im Sommer. Wir waren in Oberhof im Skitunnel langlaufen oder im Zergrünz, da haben wir für die E-Aufführung trainiert. Und das war eine gute Zeit zum Vortrag. Warst du schon mal in Trondheim? Ja, wir waren im Sommer 2013 gemeinsam mit der Trainingsgruppe in Trondheim. Mir die Chance sehr gut gefallen, deshalb habe ich mich total gefreut, dass das jetzt in Trondheim ist. Ich habe ja gehört, dass du auch mit den norwegischen Mädels ganz guten Kontakt hast, auch so außerhalb der Wettkämpfe. Freust du dich jetzt schon, dass du auch mal in deren Land reisen kannst und dass ihr euch dann quasi alle, die Gruppe, die ihr euch im Sommer kennengelernt habt, das erste Mal jetzt, dass ihr euch wiedersehen könnt? Ja, ich freue mich total, auch die deutschen Mädchen oder die russischen Mädchen wieder zu sehen. Wir haben es total gestickt gehabt und ich hoffe, dass es wieder so weit. Jetzt reist du ja quasi als zweifache Titelverteidigerin an. Ist das zusätzlicher Druck für dich oder glaubst du, du hast sie immer noch im Griff? Aufschneiden? Nein, gar nicht. Wir haben viel trainiert und mehr kann man eben machen. Hast du recht. Was ja auch immer ein ganz besonderer Moment ist, ist die Siegerehrung. Die ist auch geplant, dass sie wieder zusammen stattfindet mit der Weltcup-Siegerehrung. Das ist schon ein besonderer Moment, wenn man so auf dem großen Siegerpodest steht und die Stars der Disziplin einem den Preis überreichen, oder? Ja, total. Das war wieder Motivation, dass die Älteren hinter dem Sport stehen. Und das ist immer ein Highlight gewesen. Und ich freue mich total, wenn es wieder. Abschließend jetzt noch die Frage: Was wünschst du dir jetzt für die Zukunft? Im Ladies Nordic Combine. Wie soll die Entwicklung weitergehen, deiner Meinung nach? Ja, ich hoffe, dass wieder mehr Disc Cups sein, einmal im Winter oder im Sommer und dass es danach Conti Cups und Amerika Cups gibt.